Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video. Dieses Mal geht es um die neue Karte und zwar die asiatische Karte. Wir gehen also nach Asien. Die Map heißt Hutan Pantai und Giants bietet uns einen ersten Einblick in die Karte für das Spiel LS25. So, dann sind wir auch. Hutan Pantai. First Look, also erster Blick. At New East Asian Map. Erstes Gucken bei der neuen ostasiatischen Karte. Wir haben bereits eine Tour durch Riverbed Springs gemacht. Aber mit Reis, asiatischen Landmaschinen und Wasserbüffeln bereits enthüllt, wartet ihr sicher auch schon darauf, einen Blick auf die von Ostasien inspirierte Map für euer landwirtschaftliches Imperium zu werfen. Na dann, okay, los. Wir sehen, was sehen wir auf dem Blick Bild? Ich guck mal ran, kriegen wir natürlich nicht, das war ja so einmal klar. Wir kopieren das einmal und sagen, öffne mir bitte mal Paint. Paint.net sollen wir mal öffnen. So, da legen wir uns das mal da rein, bearbeiten, einfügen und dann ziehen wir uns das mal groß. Wird zwar ein bisschen unscharf, aber wir machen das einfach mal, um so ein bisschen mehr Einblick zu bekommen. 1024 mal 1024, dann machen wir meinetwegen 2048, ja, oder 24, naja, das war nicht richtig, dann nehmen wir die andere Seite. So, ein Schuh draus. So, jetzt machen wir mal einfügen und ziehen uns das mal groß. Das wird mal ein bisschen unscharf. Ja, wobei es hält sich im Ganzen. Was haben wir denn hier? Was sehen wir denn? Wir sehen wieder einmal den LKW, den wir schon gesehen haben. Den, Iveco inspizierten oder inspirierten LKW. Wir sehen eine Ape. Wir schauen auch gleich mal ins Video. Da scheinen wir mit der Ape durch die Gegend zu düsen. Wir sehen eine Straße, die scheinbar ein Zentrum darstellen soll, wo verschiedene Läden sind. Hell bunt beleuchtet, wie man sich das so vorstellt oder wie es vielleicht auch ist in Japan. Keine Ahnung. War ich auch noch nicht. Und Bilder. Ja, es sah zwar mal immer wieder so aus, aber ich denke nicht, dass jede Ecke so aussieht. Was sehen wir noch? Steingebäude auf jeden Fall. In einem schönen Look, muss ich sagen. Also die Steinoptik gefällt mir. Groß und klein, also sowas wie ein Einkaufszentrum könnte das hier zum Beispiel sein. Ne, und dann hier so ein kleineres Gebäude mit Geschäften und vielleicht Wohnungen oben drüber. Auf jeden Fall in einer dunkleren Zeit, also am Abend. Kleines Bäumchen hier mittendrin, irgendwo an der Seite, Schilder, der Himmel, wir sehen, erkennen Sterne am Himmel. Jo, das ist das, was das erste Bild erstmal für mich jetzt so hergibt. Zebrastreifen hat man auch noch nicht groß gesehen auf den Originalkarten. Ist natürlich gut, wenn die Leute auch so darüber laufen, die Fahrzeuge bremsen, das ging auf Mod-Maps, habe ich das schon gesehen. Genau, so. Haben wir mal das erste Bild. Hutan Pantai. Willkommen in Ostasien. Bei der Präsentation von Farming Simulator 25 auf der Tokyo Game Show, Japans renommierter Videospielmesse, bieten wir euch einen ersten Einblick in unsere zweite große Karte im Spiel. Erste Bewegteindrücke entnehmt ihr am besten dem TGS-Trailer. Und ich würde sagen, ich halte jetzt mal den Mund und spiele den Trailer mal ab. Rated E for everyone. Thank you.
So, waren ja doch eine ganze Menge Eindrücke. Ich würde mal gerne noch zu zwei, drei Sachen zurückgehen. Und zwar mal gleich an den Anfang. Machen wir sogar ein bisschen zu weit. So, also wie das hier aussieht, hätten wir eine Ape zum Rumfahren, was ja eigentlich so ganz lustig ist. Wir haben hier so eine asiatypische Beleuchtung, auch von dem Baustil hier, so mit diesen Dings hier hat man schon mal öfters mal gesehen, diese bunt blühenden Bäume stehen da überall gerne rum. Zumindest was man so aus Videos und so weiter kennt. Wie gesagt, ich war noch nie da. Was ich schön finde, ist hier diese Wegetextur, die gefällt mir ganz gut. Ich denke, die kann man gut adaptieren. Gucken wir mal weiter. Dann auf jeden Fall hier im Hintergrund eine riesen Hafenanlage. Sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Dann ja, auch so dieser Übergang. Hier ist dieses Stadtzentrum quasi und hier scheint es schon wieder nach außen ins Ländlichere zu gehen. Diese Treppe runter finde ich sehr nice. Macht auf jeden Fall was richtig Gutes, ja. Wie wir gerade gesehen haben bei den Bäumen, ne, die waren ja auch quasi Totholz. Das heißt, wir scheinen jetzt auch fällbares, ich sag mal, standardisiertes fällbares Totholz zu haben. Die Hafenanlage finde ich persönlich echt spektakulär gemacht. Ich habe da schon ein Bild gesehen, zeige ich euch auch gleich nochmal. Die sieht mal richtig nice aus. Hier auch das Zentrum, ne, mit den Häusern, also der Stil passt wirklich gut. Die Straßen finde ich sehr interessant, auch zur Übernahme für meine Ideen. Also sieht auf jeden Fall stimmig aus auf den Bildern jetzt hier. Der offene Stall gefällt mir ganz gut. Da kommt man sich vor, als wenn man in einer Großstadt wäre, ne? Dabei ist es ja im Vergleich dazu sehr, sehr klein und eigentlich ländlich geprägt, ne? So rein optisch. Aber hier kommst du dir mit vor, als wenn du mitten in der Stadt wärst. So, das waren jetzt mal meine Interpretationen. Ich habe garantiert eigene, weil jeder sieht mit dem anderen Auge. Aber trotzdem, erste Impressionen. Bis wir für eine umfassende Tour durch Hutan Pantha in einem geplanten Preview-Artikel bereit sind, haben wir folgend zumindest schon mal eine Reihe erster Screenshots für euch. Die werden wir uns gleich noch angucken. Es gibt natürlich noch mehr zu zeigen und zu erzählen, aber es gibt noch mehr einige Gebäude, die noch einen frischen Anstrich benötigen, Straßen, die gefegt werden müssen und Kirschblütenbäume, die sorgfältig platziert werden wollen. So, mal ein kurzer Überblick und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns die Bilder auch mal ein bisschen im Detail an. Das hat man ja schon mal so ausschnittsweise. Also hier sehen wir nochmal belebte Innenstadt, ne, mit den Geschäften unten, auch dass sie so 3D-mäßig wieder ausgestaltet sind, finde ich gut. Ich habe gesehen, diese Schilder hier, die leuchten und bewegen sich auch, blinken und tun und machen. Finde ich an sich eine geile Sache. Kann man optisch auf jeden Fall einiges herholen. Den LKW, wie gesagt, kennt man schon. Die Ape, wie gesagt, scheint dann auch neu zu sein. Wir scheinen auch wieder verschiedene Kennzeichen zu haben, wenn ich das richtig mit der Riverbend Springs da vergleiche. Dann haben wir hier so quasi eine Ortschaft, Bauernhof, was auch immer im Hintergrund, im asiatischen Stil. Oben drüber geht eine Brücke, ich würde mal sagen Zugbrücke, so wie es aussieht. Schnellzug, ICE oder sowas, keine Ahnung, sowas wird es ja ähnlich in Thailand, Asien auch geben.
wahrscheinlich nicht ICE heißen, aber trotzdem hier vorne einen alten Massey Drescher, ein 8570. Ein älteres Modell, auch mal interessant. Also geht es ein bisschen oldtimer-technisch, scheint auch was zu kommen. Dann der Langkornreisernter. Dazu wieder mit diesem LKW, den sie adaptiert haben. Dann hier so eine Tempelanlage, die ehrlich gesagt optisch auch sehr, sehr hübsch gemacht ist. Kann man nichts zu meckern. Wie ist das Bild mit der Hafenanlage, was sie sagt? Ich finde das total nice, auch mit dem Leuchtturm, dass der leuchtet. Total geniale Idee. Diese großen Schiffe im Hintergrund, diese Siloanlage hier drauf, das ist ein sehr stimmiges Bild. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir echt gut. Dann haben wir hier nochmal quasi Stadtbereich. Und man sieht hier schon wieder, hier wird es schon wieder kleiner von den Gebäuden. Hier im Hintergrund sind die hohen Gebäude. Das heißt so quasi die Vorstadt hier, sage ich mal, Hafen, Vorstadt und dann wird es hier in die Hauptstadt rein. Die Karte will ich mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn sie so weit draußen ist. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Und diese Steigung hier ist natürlich ein Träumchen. Ja. Ich glaube, das wünscht sich doch so jeder. So eine Steigung, einfach nur genial. Gefällt mir richtig gut. Also, ich für meinen Teil finde die Karte sehr interessant. Ich werde meine eigene wieder bauen und die dann auch langfristig spielen. Aber gut, jetzt muss man sich die Karten erstmal angucken. Aber die finde ich auf jeden Fall mal sehr interessant, einfach weil es was Neues ist. Gut, das war meine Impression von der Karte Hutan Pantai. Ihr habt euch das Video angeschaut. Ihr könnt es euch natürlich jederzeit auf ModHub anschauen, da könnt ihr euch dann eigene Impressionen noch sammeln. Und ihr seht eh mit einem anderen Auge als ich. Trotz alledem danke ich euch fürs Zuschauen, wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.